Wer derzeit die deutschen Massenmedien verfolgt, fragt sich wahrscheinlich, wie es möglich ist, dass eine Summe von 500.000 Euro seit Tagen die Schlagzeilen dominiert. Während man solche Größenordnungen bei der Finanzkrise schon meilenweit hinter sich gelassen hat. Bei der sogenannten Euro-Rettung zum Beispiel fangen die Beträge bei zweistelligen Milliardenbeträgen erst überhaupt an und scheinen nach oben hin keine Grenze zu haben. Wenn es anrüchig ist, dass sich ein Staatsmann eine 500.000 Euro von einem Unternehmer leiht, wie anrüchig ist es dann, dass die Großbanken Europas die EU-Gipfelbeschlüsse selbst entwerfen, um sich milliardenschwere Rettungspakete für ihre gescheiterten Spekulationsgeschäfte zu versichern? Ist es denn keine Schlagzeile wert, dass seit Ausbruch der Euro-Krise gut ein halbes Dutzend Regierungen Europas praktisch von den Märkten gestürzt und wir in Griechenland und Italien von den Bankern ersetzt worden sind? Wenn der Bock zum Gärtner gemacht wird und dann dem Bürger in Form von immer neuen Sparpaketen die Haare vom Kopf frisst, ist das etwa kein Skandal? Kurzum, die Medien verzerren, blenden und verschweigen in einem Maße, dass der schwarze Kanal blass vor Neid geworden wäre. Die Wut der Bevölkerung soll auf Nebenthemen gerichtet werden und damit verpuffen. Doch was ist hier eigentlich los? Klar ist, dass das internationale Finanzsystem seit dem Ausbruch der amerikanischen Immobilienkrise vor über 4 Jahren in den letzten Zügen liegt. Und es nur mit einer immer höheren Dosis an Liquidität, also Gelddrucken, es überhaupt bis hierhin geschafft hat. Ironischerweise hat gerade die Europäische Zentralbank Anfang dieser Woche eine ziemlich realistische Einschätzung dieser Lage geäußert. In ihrem halbjährlichen Bericht zur Finanzmarktstabilität gibt sie zu, dass wir es mit einer hochexplosiven systemischen Krise zu tun haben. Unter dem Strich hat sich die Übertragung von Anspannungen zwischen den Ländern quer durch den Bankensektor so stark intensiviert, dass die Krise systemische Ausmaße erreicht hat, wie sie seit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers nicht mehr beobachtet wurden. Das stimmt zwar so weit, aber man sollte ehrlicherweise hinzufügen, dass wir es der parasitären Ideologie der Globalisierung und somit auch Institutionen wie der EZB zu verdanken haben, dass die ganze Welt so nah am Abgrund steht. Dieselben Kreise waren es, die seit den 70er Jahren bis heute Schritt für Schritt eine Gesellschaftsordnung etabliert haben, in der richtiges Wachstum verboten ist. Investitionen in den Erhalt und Ausbau des bis dahin aufgebauten realwirtschaftlichen Fundaments wurden in neue geschaffene Finanzindustrie umgeleitet, die nichts weiter tut, als Geld aus Geld zu machen. Dieses exponentielle Wachstum der Finanzwirtschaft beim gleichzeitigen Aushungern der Realwirtschaft musste natürlich über kurz oder lang zu einer existenziellen Krise führen, vor der Lyndon LaRouche lange warnte, und in der wir jetzt angelangt sind. Wer die Wirtschaft entwurzelt, schafft Schuldenberge und Massenarbeitslosigkeit. Heute, wie schon oft in der Geschichte, müssen wir uns entscheiden, das Wohl der Menschheit oder das Wohl der Finanzinteressen. Und selbst den Finanzinteressen gleitet die Kontrolle über die Lage zusehends aus den Händen, weil die Krise schon längst eine Eigendynamik entwickelt hat, die weder durch Gipfelbeschlüsse noch durch Rettungspakete aufzuhalten ist. Jeder bisher unternommene Schritt und jeder weitere Schritt in diese Richtung könnte der goldene Schuss bedeuten. Der könnte entweder in Form einer Hyperinflation wie 1923 oder auch eines Zahlungsausfalls mit unkontrolliertem und kettenreaktionsartigem Zusammenbruch wie im 14. Jahrhundert kommen. Wie ein Tier, das in die Ecke gedrängt ist, prescht jetzt das Empire nach vorn und spielt verzweifelt die letzte Trumpfkarte. Krieg. Wie wir wiederholt berichteten, sind alle Anzeichen für einen großen Krieg bereits da. Und es werden täglich mehr. Dabei steht die Hetze gegen Syrien und Iran an vorderster Stelle. Obwohl Russland und China versuchen, die Lage durch diplomatische Mittel zu entschärfen, haben beide Länder auch deutlich gemacht, dass sie nicht untätig zuschauen werden, wenn der Iran oder Syrien bombardiert werden.
Das jüngste Beispiel, wie weit so eine Eskalation führen könnte, ist die Warnung des Chefs der russischen strategischen Raketenstreitkräfte, Sergei Karakajew. Er sagte, Russland sei angesichts des offensichtlichen und provokativen Wunsches großer Staaten wie der USA, aller Probleme internationaler Beziehungen durch den Einsatz unverhältnismäßiger militärischer Macht zu lösen, gefährdet. Die Atomwaffen Russlands nahe Staaten könnten unkontrolliert eingesetzt werden. Russland könnte sich daher in einer Situation wiederfinden, in der andere Länder in der Nähe unserer Grenzen unkontrolliert Nuklearwaffen einsetzen. Damit ergebe sich die reale Gefahr, dass Russland in militärische Konflikte unterschiedlicher Intensität und Größenordnung hereingezogen wird. Der amerikanische Verteidigungsminister Panetta sagte soeben in einem Interview, der Iran könne binnen eines Jahres oder sogar schneller eine Atombombe bauen. Damit gibt er der Kriegsfraktion in Israel um Netanyahu und Barak weitere Rückendeckung für einen Militärschlag. Und wenn niemand einschreitet, laufen all diese Entwicklungen auf ein und dasselbe Schema hinaus. Ein thermonuklearer Konflikt im Nahen Osten, der in kurzer Zeit zum Dritten Weltkrieg führen würde. Der perversen Absicht der Finanzoligarchie des britischen Empire, die Weltbevölkerung auf ein annehmbares Maß zu reduzieren, wäre damit Genugtuung geliefert. Eine Genugtuung, die wir nicht erlauben dürfen. Wie bereits angekündigt, mobilisiert die Büse mit ihren weltweiten Verbündeten, um über die Feiertage eine groß angelegte Friedensbewegung ins Leben zu rufen, die diesem Wahnsinn ein entschiedenes Nein entgegenstellt. Wenn Sie dieses Video sehen, befinden sich gerade in Deutschland Zehntausende von Flugblättern im Umlauf, während unsere Freunde in den USA den Bundeskongress in Washington DC und mehrere Landtage in den einzelnen Bundesstaaten abdecken. Die weiteren Einzelheiten erfahren Sie in den kommenden Tagen auf Büso TV. Aber nehmen auch Sie diese Weltlage zum Anlass, alle Liebe zur Menschheit aufzubringen und schließen sich unserer Mobilisierung an, um die Menschheit vor dieser Katastrophe zu bewahren.